Ja, Glückwunsch erstmal zum Tor. Bist ja eingewechselt worden, gleich danach getroffen. Wie war es für dich? Beschreib mal auch mal die Szene zum Tor. Ja, super. Ich habe mich voll mit eingeschaltet. Der Johnny hat den Pass bekommen, hat super auf mich abgelegt. Und klar, mit rechts mitgenommen, mit links dann gemacht. Und es wurde auch mal Zeit, dass ich endlich mal einen Treffer mache. Hatte eine lange Durststrecke hinter mir. Also von dem her fällt mir da auch große Stücke vom Herzen. Ist ja auf jeden Fall auch die richtige Einstellung gezeigt. Jetzt geht es in 3 Tagen aber schon wieder gegen Unterhaching im Pokal. Hat ja auch ein bisschen seine eigenen Gesetze. Wie siehst du das Spiel gegen Unterhaching und auf was für eine Mannschaft stellt ihr euch ein? Ja, Haching ist eine spielerisch sehr gute Mannschaft, das weiß man auch aus der Vergangenheit. Es wird natürlich kein leichtes Spiel, aber wir sind der Favorit und dieser Favoritenrolle müssen wir auch gerecht werden. Und einfach mutig auftreten, selbstbewusst und unsere Lehren müssen aus dem Spiel heute ziehen. Und dann werden wir auf jeden Fall eine Runde weiterkommen. Was sind das für Lehren? Ja, ich denke einfach selbstbewusster auftreten. Auch, sag ich mal, den Ballbesitz in den eigenen Reihen besser ausspielen, einfach mutiger. Und dann bin ich ja sehr guter Dinge, dass wir auf jeden Fall eine Runde weiterkommen. Dankeschön. Gerne. Maxi, herzlichen Glückwunsch zum Tor, gleich im ersten Startelf-Debüt für dich auch beim FCH. Wie hat es sich denn für dich angefühlt? Also vielen Dank erstmal. Es war ein sehr schönes Gefühl, habe mich natürlich extrem gefreut. Aber viel wichtiger sind die 3 Punkte und ja, ich habe mich extrem gefreut am Ende, dass wir das noch durchgezogen haben. Und ja, jetzt können wir ganz entspannt nach Unterhaching fahren und da dann eine Runde weiterkommen. Tor war sicherlich auch nicht einfach zu machen. Wie hast du denn die Szene gesehen? Ja, ich hab Schnatti gesehen auf der anderen Seite, zieht nach innen und ich kenne Schnatti seine Bälle aus dem Halbfeld mittlerweile ganz gut. Der ist perfekt in die Lücke reingekommen, war relativ schwer zu kontrollieren. Er ist mir irgendwie so ein bisschen an die Hüfte gefallen, war vielleicht auch ein Tick Glück dabei, aber am Ende liegt er perfekt und war es ein schönes Tor, super rausgespielt. Aber ich glaube, das zweite Tor war noch viel schöner gespielt und wie gesagt auch viel wichtiger, dass wir noch die 3 Punkte geholt haben. Wie hast du es gesehen? Jetzt erste Halbzeit eher ausgeglichen eigentlich vom Spiel her, in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen nachgelassen. Glaubst du, dass die gelb-rote Karte auch einen Ausschlag gegeben hat für euren Sieg? Ja, absolut. Also ich glaube, wie gesagt, die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, haben ein bisschen nach dem 1-0 ein bisschen aufgehört zu spielen. Außer der zweiten Halbzeit sind wir nicht gut rausgekommen, finde ich. Wir haben viele weite Bälle gespielt, waren auch unruhig, haben die zweiten Bälle nicht mehr so gewonnen. Und der Platzverweis war auf jeden Fall Gold wert, weil wir dann nochmal die Ruhe reinbekommen haben und dann auch relativ schnell das 2-1 gemacht haben. Und haben wir das am Ende, glaube ich, ganz gut über die Bühne gebracht. Dankeschön. Danke. Marc, Glückwunsch zum ersten Saisonsieg in dieser noch jungen Saison. Wie hast du es denn gesehen, das Spiel? Ich glaube, es gab auch viele Phasen im Spiel, die recht abwechslungsreich waren. Ich glaube, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Wir haben versucht, Aue schnell oder früh zu pressen, nicht gar nicht so in den Spielaufbau kommen zu lassen. Und es ist uns eigentlich auch gut gelungen. Da haben wir uns wirklich auch immer gut befreit, auch durch unsere Ballgewinne im Mittelfeld. Und sind so schnell nach vorne gekommen und so ist dann auch, verdient nach so 22, 23 Minuten der Führungsrat für uns gekommen. Und das war wirklich gut, glaube ich. Da haben wir uns dann auch einfach belohnt für unseren Aufwand, für uns vielleicht auch Risiko, dass wir gegangen sind in der Anfangsphase. Und ja, dann leider, wie so oft, haben wir nach dem Tor so ein bisschen alles wieder dann nicht gemacht, was wir davor richtig gut gemacht haben. Und so kommt Aue dann zu besseren Spielzügen, kommt vorne rein. Ja, und dann haben wir ein bisschen Probleme bekommen. Wir bekommen folgerichtig einen Ausgleich, schlafen wir da auch wieder ein bisschen und ja, dann haben wir noch vor der Pause Glück, dass wir nicht noch in Rückstand geraten. Es war nah dran, wurde Mühe uns dann im Spiel hält, was wichtig war natürlich in der Phase. Ja, und dann normalerweise kommen wir aus der Pause und ja, sind dann bekannt dafür, dass wir richtig Gas geben und vor unseren Fans da wirklich ein Feuerwerk abfackeln, zumindest oft. Aber das ist heute auch nicht ganz so gelungen. Da hat es Aue richtig gut gemacht, hat uns zu vielen langen Bällen gezwungen. Das wollten wir nicht, aber manchmal ist es einfach schwierig dann auch, das Spiel flach dann zu machen, wenn die da gut stehen, in den Räumen gut stehen. Und ja, bis zur gelb-roten Karte haben sie uns da vor Probleme gestellt, waren sie vielleicht sogar einen Tick näher dran. Also zumindest waren sie so, dass wir spielerisch vielleicht ein bisschen mehr gemacht haben. Und ja, danach, glaube ich, haben wir uns wieder befreit, nachdem wir Mann mehr waren. Und das 2-1 war überragend rausgespielt. Spielen wir mehr oder weniger jeden Ball direkt und der Teach behält die Ruhe und schiebt ins kurze Eck rein. War in dem Moment dann wichtig, weil wir wussten nicht, ob wir vielleicht nochmal so eine Riesenchance kriegen. Und ja, hinten raus, glaube ich, haben wir nicht mehr viel anbrennen lassen. Dass wir nachher noch 2, 3 Bälle reinfliegen, war klar. Deswegen sind wir jetzt froh, dass wir nach der Niederlage gegen Braunschweig daheim ja, mit 3 Punkten endlich unsere ersten Punkte aufs Konto geholt haben. Und das war unser Ziel und ich glaube, jetzt können wir auch mit den ersten 3 Punkten aus Selbstbewusst an die nächsten Aufgaben rangehen. Nächste Aufgabe ist ja in Unterhaching, der Pokal, erste Runde.
Wie, auf was für einen Gegner stellt ihr euch da ein und was sind vielleicht auch die Unterschiede im Pokal? Ja, man, wir haben jetzt die letzten Jahre oder die letzten zwei Jahre gegen Regionalligisten gespielt, jetzt haben wir einen Drittligist. Und wer den Pokal verfolgt hat, auch in den letzten Jahren, weiß, wie gefährlich und wie gut eine Mannschaft ist wie Unterhaching. Sind jetzt aufgestiegen, haben wirklich eine richtig gute Mannschaft, eine spielerisch gute Mannschaft. Ja, und wir haben schon, glaube ich, Leipzig, Freiburg und auch Leverkusen ausgeschalten in ihrer Pokal, in ihrer jüngeren Pokalhistorie. Deswegen müssen wir da gewarnt sein. Wir wussten auch wie letztes Jahr, wie schwer es war im Wattenscheid. Deswegen müssen wir da genauso ans Limit gehen und alles raushauen, wenn wir die Runde weiterkommen wollen. In dem Spiel sind wir wahrscheinlich der Favorit, aber es wird eine sehr schwere Aufgabe und du musst so eine Hürde einfach nehmen, wenn du weiterkommen willst. Das ist schwer, aber wie gesagt, deswegen war es umso wichtiger, heute die drei Punkte zu holen. Deswegen, wir haben bloß eine kurze Zeit, zwei Tage Erholung, dann geht es schon los und da hilft dir natürlich so ein Sieg enorm auch, dass du dann viel schneller dich auch wieder aufs nächste Spiel freust. Und ja, jetzt müssen wir einfach den Schwung mitnehmen von den drei Punkten und hoffe ich dann natürlich, dass wir am Samstag die Runde weiterkommen. Dankeschön. Ja, es ist natürlich bitter, jetzt hier zu sitzen mit leeren Händen. Ich denke, man muss es zweigeteilt sehen. Auf der einen Seite die Punktausbeute, dass wir hier ohne was Zählbares nach Hause fahren, das ist enttäuschend. Auf der anderen Seite die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war sehr positiv. Ich denke, dass wir das Spiel sehr gut im Griff hatten, wir eigentlich gar nichts zugelassen haben beim Gegner. Ich glaube, Heidenheim hat in der ersten Halbzeit das eine Mal aufs Tor geschossen und das war ein Tor. Und umgekehrt hatten wir die Möglichkeiten, sind dann auch gut ins Spiel zurückgekommen. Dann denke ich auch bis zur gelb-roten Karte war es ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe, wo doch eher vielleicht die Torchancen, die klareren, dann auf unserer Seite auch waren. Aber dann die gelb-rote Karte. Ich habe die Szene leider jetzt noch nicht gesehen. Ich habe jetzt nur klar mit Dennis Kempe gesprochen, er sagt, das ist eine ganz normale Bewegung, er läuft und gut, dann wird es natürlich schwierig und dann haben wir uns taktisch schlecht verhalten in der Situation in Unterzahl, das darf uns nicht passieren und sind dann bestraft worden. Und ja, so fällt das Fazit eben zweigeteilt aus, die Leistung war absolut in Ordnung von unserer Seite, das Ergebnis ist natürlich enttäuschend. Ich glaube, wir sind gar nicht so verkehrt ins Spiel reingekommen. Wir haben zwar keine Chancen gehabt am Anfang, aber in den ersten 10 Minuten zwei Balleroberungen, wo wir leider uns nicht so durchgespielt haben. Nachdem Dennis Kempe den Ball, glaube ich, einmal verloren hat oder ausgerutscht ist, dann nochmal eine Balleroberung im Zentrum, wo wir Überzahl sind und einfach nicht sauber ausspielen. Hätten wir schon früh zumindest zu einem guten Torabschluss kommen können, ist uns nicht gelungen. Im Spiel insgesamt, glaube ich, viele Fouls, viele Freistöße, wenig Torraumszenen. Und dann war es für mich schon die erste Aktion so, wo wir in 1-0 in Führung gehen, dass Matze Wittek sehr gut verteidigt vorwärts, hat die Balleroberung, sieht dann, dass wir auf dem Flügel frei sind, eine perfekte Flanke von Marc auf Maxi Thiel, der die Ruhe behalten, das 1-0 macht. Aber leider war es so, dass uns diese Führung noch nicht das Selbstbewusstsein gegeben hat, um das Spiel zu kontrollieren. Im Gegenteil, Aue ist besser aufgekommen, hat dann das Tor gemacht. Es waren immer wieder die Laufwege von Köpke in die Tiefe. Den haben wir nicht so in den Griff bekommen. Ball abgefälscht, sicherlich ein bisschen Pech, dass er dann hinten am zweiten Pfosten verlängert wird und der Ausgleich fällt. Und das hat man, denke ich, deutlich gesehen, dass uns dieser Ausgleich nicht gut getan hat, dass wir ja viele Fehler gehabt haben. Vielmehr, sage ich mal, in der Spitze, im Mittelfeld, im Übergangsspiel, da konnten wir wenig Bälle behaupten, hatten viele Ballverluste. Und Aue hat somit spielerisch Überwasser bekommen. Auch in der zweiten Halbzeit war es ähnlich, dass wir zunächst nicht diesen Zugriff aufs Spiel gehabt haben. Aue den Ball hat gut laufen lassen und wir schon die ein oder andere Situation überstehen mussten. Aber Thomas hat es eben gesagt, mit der gelb-roten Karte ändert sich das Spiel nochmal. Wir haben dann ein wunderschönes Tor geschossen, gut rauskombiniert mit einem guten Laufweg in die Tiefe von Titsch, der dann auch ruhig bleibt, das 2-1 macht. Und für mich zählt, wenn man das Spiel in Braunschweig nimmt, da haben wir sicherlich besser gespielt, haben mehr Torabschlüsse gehabt, haben aber das Spiel verloren. Jetzt war klar, nach der Niederlage, wir waren in der Pflicht, heute was zu bringen. Und trotz der 1-0-Führung, wie gesagt, ist uns nicht gelungen, da Ruhe in unser Spiel zu bekommen. Aber wir haben das 2-1 gemacht und am Ende zählt eben die Punkte. Und wenn du das Spiel dann 2-1 gewinnst, dann hast du es nicht unverdient gewonnen. Und deswegen sind wir natürlich mit dem Ergebnis zufrieden. Hoffen und davon bin ich auch überzeugt, dass uns das mehr Selbstbewusstsein für unser Spiel geben wird. Gerade was die Offensivleistung betrifft, da haben wir Luft nach oben. Und ich glaube, das wird jedem gut tun, schon im Hinblick auf das Spiel am Samstag in Unterhaching, was für uns natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist im DFB-Pokal.
Ja, und deswegen nochmal, erstes Spiel zu Hause, wenn man die Punkte hat, das ist das Wichtigste. Und das lässt uns jetzt dann schon mit mehr Selbstbewusstsein in die nächsten Aufgaben gehen. Dankeschön. Vielen Dank, Frank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Thomas Grüninger, Heidenheimer Zeitung, bitteschön. Frank, alle drei Spieler, die du eingewechselt hast, waren an dem 2-1 beteiligt. Inwiefern bist du jetzt heute auch der Matchwinner? Ich habe es leider vergessen, aber mir war es wohl bewusst, dass alle drei final beteiligt waren. Super Aktion von Tim Skarke, der in die Spitze spielt, auf John Verhoek, der gut ablegt und Titsch macht das Tor. Freut mich insbesondere, wir haben es angesprochen diese Woche, dass die Wechsel wichtig sind für uns, dass dann nochmal neue Impulse kommen müssen. Und es hat in dieser Situation gereicht, da sich so durchzukombinieren und das Tor zu machen. Von daher, denke ich, haben wir gut gewechselt, aber das würde auch bedeuten, dass wir in Braunschweig schlecht gewechselt haben. Deswegen freut es mich jetzt heute für die drei, dass sie der Mannschaft unheimlich geholfen haben, hier die ersten drei Punkte da zu behalten.